Guten Morgen Leute, willkommen auf meinem Kanal etwas über 3D-Druck heute. Diese Schönheit, diese Bücker, das wird mein nächstes Projekt. Und hier haben wir jetzt ein Rumpfmittelteil, das als erstes gedruckt werden soll. So, das ist also in Blender, die Software Blender. Wir haben ja auch 3D-Print die Möglichkeit. Okay, und so sieht das jetzt im Slicer aus, ja, Cura. Cura, wie immer ihr das aussprechen wollt. Und interessant ist hier diese Stelle, ja, das ist die Z-Naht. Das ist das Thema des heutigen Videos, Betthaftung und Z-Naht-Hopping. Der erste Probedruck im Maßstab 1 zu 1,5, da habe ich mich noch nicht so ganz festgelegt, war ausgesprochen vielversprechend, ja, aber da fehlten noch die Aussparungen für die Flügelzungen aus Carbon, ja. Das sind also diese Teile hier und die sind hier also auch konstruktiv vorgesehen. Und dann ging der Ärger los. Also hier sind wir mit der Wanddicke daneben, die Aussparungen waren da, das Ganze dann runtergescaled und jetzt komme ich zur Sache. So, die Heizung läuft langsam hoch, 210 Grad, Betttemperatur 66 und wir gehen jetzt mal auf eine Geschwindigkeit, eine Druckgeschwindigkeit, Print Speed, die reduziere ich jetzt mal auf, nehmen wir 60%, damit ihr das auch besser verfolgen können. Nochmal, für die ein bisschen gescrollt haben, Z-Naht-Hopping ist das Thema und Betthaftung. So, los geht die Reise. Und bis jetzt sieht es alles doch ganz ordentlich aus. Man macht erstmal diesen Brim, die Anzahl kann man einstellen. In Cura. Ich habe mich für einen entschieden. Den Abstand zur Wand kann man auch einstellen. Ich habe mich da für einen relativ geringen Abstand entschieden. Und hier ist die Z-Naht. Ja. Schaut mal, na, jetzt läuft er gerade drüber. Jetzt kann ich es euch nicht zeigen. Aber kurz hat man es gesehen. Ja. Also jetzt kommen wir wieder, das seht ihr. So, und ob man es will oder nicht, es baut sich hier schon das Ungemach auf. Ihr könnt es vielleicht schon ahnen. Seht ihr diese Aufwerfung hier? Und ich vermute, dass das etwas mit dem Z-Naht-Priming zu tun hat. Ja? Z-Priming, so. Das ist also die Rumpfkontur im Schnitt. Das ist das, was wir drucken wollen hier. Ja. Priming heißt immer, ja, beim Vergaser heißt Flugzeug zum Beispiel ein Anfetten, ja, also Zusatzeinspritzung, um den Motor anzulassen. Ja, so eine Art Kaltstarteinrichtung, die hat ja das Flugzeug nicht in dem Sinn. Egal, however. So, und jetzt kommen wir langsam hier zur Sache. Schaut mal, was sich hier jetzt aufbaut. So, und dieser Aufwurf, der wird jetzt immer deutlicher sichtbar. Seht ihr das? Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe diese ganzen Beschleunigungswerte habe ich schon extrem reduziert. Ich muss immer zusehen, dass ich es erwische. Da seht ihr das jetzt wieder. Ja? So. Und ich habe dann schon richtig gesehen, wie beim Z-Nahtwechsel, also bei der Z-Ebenenwechsel, der Tisch hier leicht gewackelt hat sogar, ja. So, das kam dann daher, dass dieser Knubbel sich so stark aufgebaut hat hier, da sieht man ihn jetzt wieder, ja. Ja, jetzt ist er wieder weg, aufgebaut hat, dass es eine Aufwölbung gab, über die Düse dann drüber gerutscht ist, ja. Und jetzt sieht man schon, wie das aufgefasert wird. Ja, so.
Jetzt bleiben wir einfach mal auf der Seite. Muss ich aufpassen, dass man die Finger am Motor nicht verbrenne. Aber von hier aus sieht man es, finde ich, besser. Machen wir noch das Licht an. Seht ihr das, wie sich hier im Bereich der Z-Naht jetzt, es hat sich auch bewegt, die Betthaftung schon verloren gegangen ist. Ja, zack, habt ihr das gesehen? Also mit jeder weiteren Schicht, die aufgebaut wird, das sieht man es, glaube ich, sehr deutlich. Ja. Am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was hier eigentlich passiert. Und jetzt müsst ihr sehen, wie dieser Verlust an Haftung, ja, wie der immer weiter, ich muss den Finger, wie das jetzt immer weiter wandert. Und ich zeige euch nachher gleich noch, was ich im Verdacht habe. In den Einstellungen, in den QR-Settings. Also, wenn es euch jetzt zu langweilig wird, scrollt einfach. Also schreibt auch gerne in die Kommentarzeilen, was ihr dazu meint. Ich war völlig perplex, weil, wie gesagt, dieser erste Probedruck, der ist echt super geworden. Ja. Und da ist es natürlich enttäuschend. So, wenn wir Glück haben, erleben wir jetzt gleich, wie die gesamte Struktur dann vom Bett reißt. Lang kann es nicht mehr gehen. Dann hängt das nämlich alles an der Nozzle. Und ich denke, dass das ein Problem ist, das oft übersehen wird. Da wird viel optimiert, ja. Aber ihr müsst einfach davon ausgehen, da baut sich jetzt dieses Ding hier auf. Okay. Und die Nozzle knallt da jedes Mal drauf. Und bleibt auch hängen. So, vom Höhenvergleich her kann es jetzt nicht mehr lang gehen. Habt noch ein bisschen Geduld. Es ist sehr repräsentativ, der Fehler. Das heißt, wir haben jetzt gleich die kritische Höhe erreicht. Und dann staunt ihr wahrscheinlich genauso wie ich beim ersten Mal. Da habe ich mich dann nämlich gefragt, was passiert denn jetzt hier gerade? Ja, er ist jetzt schon links an den Ecken, sieht man schon die Zipfel. Also er beginnt schon mit der Flügelwurzel. Ich lasse es jetzt weiterlaufen. Nicht repräsentativ, reproduzierbar. Sorry, wenn man dann filmt und gleichzeitig die Gedanken fassen muss. Ja. Ah, habt ihr das gesehen? So, tata. Ja, natürlich hat das Ganze auch was mit der Betthaftung zu tun. Da kann man sicher von der Vorgebung noch ein bisschen mehr holen. Okay. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist die Ursache da zu suchen. Also wieder Plastikmüll produziert. Es reicht. Wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Nochmal zur Erklärung. Ja, hier an der Z-Naht beginnt der Ärger, beginnt die Struktur sich zu lösen, weil die Nozzle jedes Mal überfährt. So, jetzt schauen wir mal, ob er das hier findet. Z-Hop Prime. Ob er in der Suchfunktion
etwas in die Richtung findet. Tut er nicht. Aber wenn ich nur Z-Hop eingebe, dann schlägt er mir Dinge vor. Das ist erstmal hier die Z-Hop Speed. Ja. Die kann ich offensichtlich, schaut mal her, Z-Hop Speed, die Geschwindigkeit. Aber das bringt mir nicht viel, wenn ich diese Wurst aufbaue an der Stelle. Und dann haben wir hier Travel, ja, hat er, was er da anzubieten hat. Z-Hop when retracted. Und da kann man vielleicht auch noch dran drehen, an dem Retracting, ja. So, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht werde ich auch mal versuchen, die Z-Naht woanders hinzulegen oder im Vasenmod zu drucken, wobei dann ist zu befürchten, dass diese Ausbrüche, die ich hier brauche für die, ja, ich gehe mal auf den Prepare-Modus, ja, so, ja, seht ihr, ich brauche ja hier für die Flügelzungen, brauche ich ja diese Durchbrüche. Ja, also, ich halte euch auf dem Laufenden, schreibt mal, ob euch das interessiert hat. Ja, ciao, ciao.